es gesinnte Heit. Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rukhl Schaechter. Und ich bin Yiddish Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Es gesinnte Heit. Heute wollen wir arbeiten mit Kräut. Ich will euch weisen, wie zu machen ein Beigericht von Kräut mit Kimmel. Und Kräut mit Kimmel kann euch sein ein wunderlichen Gefilcht für ein Strudel. Ich will machen Strudelteig, was wir wollen anfüllen mit Kräut. Gut, das wollen wir anheben. Wollen wir anheben mit dem Teig, dort habe ich 7 Onzen Mehl. Und ich habe genutzt... Wie viel Teppich ist das? Das ist 1¾ Teppich. Ich habe genutzt Bräutmehl, weil Bräutmehl hat mehr Gluten wie gewöhnlich Mehl. Und ein Strudelteig darf sein sehr stark. Was stärker als besser, weil die Fäden der Gluten dürfen sich entwickeln. Das wollen wir bald sehen. Gibt sie 1/4 Löffel Salz. Und mache ein Griebel in mitten. Und nach einem Griebel tue ich 2 Eier. Und 2 Löffel Bäumel, ein bisschen mehr wie 2 Löffel. Das ist ein Kaffeelöffel. Das ist genau 2 volle Löffel. Das ist eine sehr gute Sache zu haben. Und 4 Löffel oder 1/4 Topf Wasser. Und das mische ich gut aus. Das Wort Strudel ist sehr interessant. Das Wort Strudel heißt die Form von einem Strudel. Also wie Wasser rinnt da rot in einem Abguss. Ja, und in Israel nutzt man das Wort Strudel für Ad. Wenn ja. Man da Blitzpost, ein E-Mail konnte, der Ad sieht auch aus wie ein Strudel. Ja. Das der Symbol zwischen Enkere Nemen und der Meluche Domain. Ja. Und das ist der Kunst von Strudel. Man will, als die Federmer Gluten sollen sich gut entwickeln, darf man es sehr gut, sehr hart kneten. Das tut man ideal 100 Mal. Ja, aber kann man nicht in der Bräutmaschine? Ja. Ah ja, aber Bräutmaschine kann man nicht. So, spielen mit Teig. Es ist echt gitter, wir sind Kass. Es ist ein gitter Öfen auszulassen im Kass. Noch einmal, noch zweimal. Jetzt erkennt es Sinn, ist das geworden ein Teig. Es ist mehr nicht so kleppig. Und ihr kennt Sinn. Die Federmehl von Gluten, ja, das ist ja, so ja. Gut entwickelt. Es ist eine Küche wie das Geschäft. Sehr, Geschirr. Sehr leicht zu ziehen. Sehr leicht. Und das ist, und das ist der Iker mit Strudel. Ja. Jetzt will ich das ziehdecken und lassen Siri eine halbe Schuhe. Okay. Jetzt willst du das nutzen? Ja, ich kann. Ein bisschen Bäume. Wie ihr seht, schneide ich jetzt die Zwiebeln in dünne Reifler. Kadei zu machen, den Beigericht, was wir sagen, wie mir gesagt, Kräut mit Kimmel. Jeden hat ein sehr Sache ausdrücken und Sprichwörter wegen Kräut. Man sagt wegen einem Mensch, was vermagt sehr wenig, als er ist ein Ballabus über ein heftiger Kräut. In Polen hat man genutzt das Sachkräut. In Amerika nicht so viel. Du isst mit Brokkoli und Kalafiore, aber das sind in verschiedenen Minenkräut. Aber Kräut allein hat man genutzt das Sach in Polen, was nicht genug in Sach ist, wenn es kalte Wetter,
Wenn sie nicht gewinnt, sagt Grinsen. Jetzt mit der Kuchen drei Teppler Zwiebeln. Wir können bald sehen, wenn wir haben genug. Mal sehen. Jetzt auch noch ein bisschen mehr. Aber es käme nicht so viel Zwiebeln. Käme nicht. Und es ist, das ist nicht gut eingepackt. Das ist perfekt. Ja, so dem Dreiteppel. Und jetzt... Getroffen im Pimpel. Ja. Jetzt gehe ich in die Schüssel, weil ich sage, ich habe gelegt. Und ich gehe jetzt schneiden dem Kreuz. Dreißende Geblätter sind sehr hart. Schwer zu kochen mit denen. Also man nimmt darauf die Größen der Gegräune. Zwei Größe ist schon gelegt. Noch nicht mehr auf dem Hakenteil du. Ihr nehmt eine große Patelle, so wie das. Man heizt das an. Und danach tut man noch einer in zwei Löffel Bäumel. Okay, ich mache den Feuer ein bisschen kleiner. Hier an der Zwiebel. Und du darfst dich prägeln, in 8 Minuten. Jetzt seht ihr, sie wird schon ein bisschen durchsichtig. Das sehen wir an dem Kreuz. So ein bisschen. Wir decken jetzt ab die Zwiebeln mit Kreuz. Das ist ein Misch. Das ist noch 15-20 Minuten, wird es ein bisschen weicher. Jetzt will ich herantun den Kimmel. Ich nehme einen Löffel. Und jetzt zwei Löffel Zucker. Zwei Löffel Essig. Das ist rote Weinessig. Schwarze Pfeffer, Leute, euer Geschmack. Salz. Ich ziehe hier an, ich nehme einen Löffel. Jetzt gehen wir sie decken und kochen noch 10 Minuten. Und haben wir bedeckt den Tisch mit einem weißen Tischtuch. Und ich gehe bei verschiedenen Tischtuch mit ein bisschen Mehl. Und da auf dem Tischtuch will ich auswagen in dem Tag. Und ich hebe an mit dem Wagen pinkt wie mit einem normalen Tag. Verschmier den Teig mit ein klein bisschen Peter, nur mit ein klein bisschen, es soll nicht werden zittrigen. Später werden wir das Gitt unschmieren mit der Sachpeter. Aber das ist genug auf der Weil. Und ob ihr macht das Paar, aber können wir jetzt ein Bäumel in Bäumel, ja, sicher können wir jetzt ein Bäumel, was für ein Bäumel ihr wollt. Ich stelle hinter dem Teig die Hände und ich arbeite nur mit den ebersten Teil Hand, nur mit den Knöcheln. Und sehr zärtlich, sehr pamellig ziehe ich von allen Seiten. Tak also wie seid. Ja. Und der Fahr ist es das gut zu machen auf den Tisch, weil ich will es ziehen in einer Minute. Ja, ich will es ziehen von allen vier Seiten und von allen vier Ecken. Und jetzt gehe ich zurück zu der Seite. Und wir dürfen vorsichtig sein, dass wir so nicht zerrassen den Teig. Guck, und euch bei den Ecken, ja? Ja, euch bei den Ecken. Guck, seht, wie es ist.
A bissel dicker, zie meer, wie is es diner, zie weniger, zest, es wie ein Bischof, wie es wird. Ich arbeite bei den Ecken, weil du tue sehr gedacht. Jetzt will ich beschmieren mit Peter, hilft mir ein bisschen. Ja. Und ich will beschieten mit ein bisschen Breisel. Ich habe gemacht Breisel von Challe. Und am Tag schneide ich ab die gedichte Ecken. Mit der Schere. Heute haben wir den Kreuz mit Kimmel und das ist etwas, was wir können essen, pinkt wie es steht und geht. Jetzt fülle ich ein dem Strudel mit dem schön abgekochten Kreuz. Ich deck a Hälfte von dem Strudelteig. Heb auf ein bisschen mit dem Tischtuch und ich katsche es so eine Asse. Seht euch, wie jemand zu was wagt sich heraus vom Bett. Es hat jetzt ein Strudel. Sehr schön. Und es ist ein Bäckele. Es ist ein Wärmeteig. Ja. Ich habe es gedeckt mit ein bisschen Parmesan, aber das ist nicht kein Mousse. Aber ich kann Bäume darf man nicht. Nein, sicher nicht. Wollte ich das besser gedacht. Mit dem Bankabschaber kann ich da ein bisschen zerschneiden. Dann Strudel. Ein Stücke. Und jetzt will ich das beschmieren mit einem übrigen Peter. Oder Bäume. Oder Bäume. Ja. Jetzt habe ich angewärmt den Ofen auf 425 Grad, lege ich rein den Strudel und es wird abbacken an etwa 25 oder 35 Minuten. Der Strudel hat sich gebacken nur 20 Minuten, aber ich kiekt ihn und es ist schön gerät, es ist schön gut ungebräunt, aber will ich das herausnehmen. Das Ort hat hier in der Kreuzstrudel, seht euch Geschmack. Und mein Mann, Label Edelmann, ist du zu versichern, der Erste. Hi, Label. Lass uns wissen, was heute das ist. Ja. Es ist sehr gut. Oh, es ist interessant. Wollen wir lassen wissen, dass ihr könnt euch machen, als der Geschmack gesagt, oder Kreuz mit Kimmel. Wie es steht in Geld oder wie ein Strudel. Und wir hoffen, dass es echt zu sehen, nachher muss es kommen. Es gesinnt der Held.